Endlich da. So, jetzt wird umgezogen. Dann gehen wir ran an den Feind. Und wir haben heute jemand Neues mit dabei. Der Peter. Hi, grüßt euch. Frisch dem Goldfieber verfolgt. Ja, okay, gut. Heute großer Bavaria-Tag. Bin ich gespannt, was heute alles über ihn kommt. Wir werden sehen. Was immer aufheben. Hier. Es ging nicht. Wir haben doch gesehen, dass du schneller warst. Ja. Du hast bei 15 mm Stückchen noch da? Ja, im Container, in meinem Mausspiegelcontainer. Ah, okay. Schauen wir doch gleich einmal, was du drin hast. Moment. Oh, Moment. Die guten Granate schmeißt du einfach weg? Ja. Wenn du 5 Kilo daheim hast, brauchst du gut mehr. Dazwischen. Du hast einen Schwimmer. Oh, oh. Der hat die beiden. Hi, Dilling. Komm, ich jetzt mal. Drin? Nice. Hallo, Snell. Gut. Juhu. Tschakka. Kümpel mit der Goldzahn. Erster Clean Out. Nicht schlecht, oder? Mhm. Weitermachen. Man bleibt das grobe Zeug über. Hier ist nicht viel drin, und ich habe kurz vorher einen Clean Out gemacht. Ich sehe, das ist das, was überbleibt dann.
die Rinne vorne anheben, damit man den Druck aus der Rinne rausbekommt. Wenn du hinten anhebst oder in der Mitte anhebst und da schwappt dir vorne eine Welle rein, dann kann die Rinne umkippen. Also deshalb immer vorne anheben. Fließt alles hinten raus. Und schon hast du drauf. Ich spüle immer hier vorne aus, weil da erfahrungsmäßig kaum Gold liegt, was weggespült werden könnte. Wenn ich hier ausspüle und halte die Pfanne so leicht schräg, dann ist hier unten der tiefste Punkt, wo sich das Gold sammeln soll. Und dann habe ich hier oben schon schön schimmern sehen, alles. Ist was? Aber alles auch nur Kleinzeug. Überwiegend. Gold ist Gold. Bitte? Gold ist Gold. Das stimmt. Das ist immer so mein Lieblingsspruch: 1 Gramm Gold. Staub ist auch 1 Gramm Gold. Moment! Geht ja noch weiter. So, da kommt ein Goldklumpen geschwommen. Das scheint ja. Du brauchst eine Rinne. Aber jetzt tun wir spaßhalber mal vergleichen. Das Reiter hat jetzt fast den ganzen Tag ausschließlich mit der Pfanne gewaschen. Und jetzt gucken wir doch einmal, was passiert, wenn man nicht mit der Pfanne wäscht, sondern wenn man mit der Rinne wäscht. Da rein uns. Da, wollen wir schon hier rein. Oha. Nur, dass wir mal einen kleinen Vergleich haben. Ja, er war ja auch am Ufer. Ja, er war wir ja waren auch in der Mitte. Er war ja auch am Ufer. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Definitiv nein. Ja. Ich habe da 2 Gramm am Tag. Echt, Rinne, wo du bist? Hey Männer, ich möchte doch nichts sagen, schaut mal her. Ja. Der nächste? Tu mir einen Gefallen, jetzt hör auf zu lügen. Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut, oder? Finde ich nicht gut. Ja, also, das Stäubchen, was er da drin hat, ist schon. Naja, hol mir 2. Ja, was? Darf man? Ohne zu übertreiben. Rüber, jetzt Gramm wieder. Ich möchte gerne wissen, warum ich mir keinen kleinen Versprecher erlauben darf. Das, warum das bei dir so wenig ausschaut, du hast eine größere Schüssel. Meinst du? Ja, das macht das blau, darum habe ich nur schwarz. Ein anderes Wort für gut. Schlecht. Richtig. Ja, ich glaube, Sarah, wir müssen noch ein bisschen dahin schaufeln, wa? Ja, muss ich endlich mal meinen
Super, ja! Ja, das ist einfach die Menge auf Dauer. Ja, das löffelt sich einfach zusammen, weil du einfach zu lange mit dem Ding rumeierst. Reinhauern und durchlaufen lassen. Ratz. Ich mach mir in die Hosen. Schach raus, aber schnell! Ich werde auch gucken in die Pfanne, was ist. Ja, das ist Vergleich. Ja. Da habe ich mehr wie du. Du hast mir drinnen gewaschen. Ja, aber wann wusste der Film? Ja, das ist ein Ausflug der Maschine. Ja, passt. Super. Jeder hat was. Also wenn wir alles zusammenschütten, denke ich, können wir ein Gramm haben. Okay. Ja, wenn wir alles zusammen. Schön, schön. Ein bisschen gelbes Zeugs in der Pfanne. Pui, 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 pui. Dritte? Dritte. Nein, das ist jetzt insgesamt. Insgesamt. Oh, deine Träne. Oh. Ja, dafür hast du den größten. Ja, ja, den größten. Dafür hab ich den größten. Ja, halt. Du fängst an zu onanieren? Nee, hab ich nicht. Jetzt ist aus, ich kann nicht mehr. So ein bisschen Vögel muss schon drin sein. Auf jeden Fall. Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt. Du weißt nicht was, aber es ist da. Ja. Du schießt erstmal, du wirst gefunden haben, das ist Hauptsache, dass du Spaß gehabt hast. Ja, ich weiß ja, wo ich drum bin. Ich muss ja nicht zuhören. Ja, ja. Ja, so ist es hier, Leute. Ne? Also, wenn man nicht gerade immer filmen muss, dann findet man natürlich auch durchaus ein bisschen mehr Gold. Daniel, hier. Das Gold gefunden. Ja, das hast du gefunden. Warum, meine Damen und Herren? Warum diese Aufregung? Es geht doch um nichts. Ja, so stelle ich mir Familienunterhaltung vor und haben Sie gesehen, Kai Pflaume hatte richtig Angst. Ja? Dem stand die Angst in den Augen. Und wenn ich an Kai Pflaumes Stelle gewesen wäre, ich hätte gesagt, ich muss weg. Ja, aber nee, passt wirklich. Also, denke. Ja, ja. Humaner Dog für 5 Stunden. Ich glaube, ich komme auf 1,5 Stunden. Vielleicht. Aber du hast einen guten Mitarbeiter. Also meinen ganzen Goldfund von heute wieder in meinen Waschmittelkanister rein, dass ich nicht deprimiert, weil wenn ich alles zusammen kein Problem. Dann haut er uns alles um die Backen. Solange er es nicht in die Waschmaschine wirft, dann wundert sich, hey, ich hab Goldflecken. Ja. So, das soll es wieder gewesen sein. Klappe so auf, ihr Tod, verpisst euch. Scheiße. Puh. Paul, wie geht's? Gut. Gestern ging's noch, heute habe ich noch nicht probiert. Du hörst jetzt auf, Rinnen zu bauen. Ich höre auf, Rinnen zu bauen. Zum Ende dieses Jahres. Ja. Endgültig, offiziell. Ja. So. Die Frage ist natürlich, was sich jetzt alle Leute fragen, wird es danach noch die Möglichkeit geben, Bavarias zu kaufen? Ja, es gibt Nachfolger. Es gibt Nachfolger.